willkommen bei Stefan Stift Milchschaum mit. Gut Ding, wir Weile haben. Wie lange mussten wir auf den Milchschaum warten? Jetzt ist er endlich da. Reingucken. Und es wird nicht über Filme geredet heute, denn... Wir schlürfen Milchschaum. Wir schlürfen Milchschaum. Und ich habe einen ganz sympathischen Kerl hier. Tobias Schenke. Hallo. Genau, ich wurde mit deinem Namen schon mal einen Witz gemacht. Deswegen ich schenke dir. Karlauer, ey. Ja, ja, das wäre mal was. Witz, komm raus, du bist umstellt. Ja, als erstes habe ich mal, um ihn erstmal ein bisschen sympathischer zu machen, auch mal. Das wird nicht funktionieren, Leute. Wird nicht funktionieren, doch, ich bin total Handy auf Krawall gebürstet. Ja, ja, das ist, merkt man. Jetzt lass mein Handy. Das ist ja das tolle Handy hier. Nämlich dieses Handy ist ein neues Modell von Sony. Neues Modell von Sony Ericsson. Ihr iPod-Spasten, ihr könnt alle einpacken. Ja, ja. Diese schöne das Oberfläche ist so. Das ist allerneues Modell. Ist auch kratz viel kleiner als ein iPod. Es kann nur telefonieren und nur SMS versenden. Empfangen natürlich auch. Ja, genau. Du hast noch nicht mal eine Waschmaschine. Ich kann ich auch anlassen. Ein Schrotthandy, keine Waschmaschine. Nee, ich hab eine ganze Mannschaft, die für mich wäscht. Ja, ja, genau. Du spielst ja auch Fußball jetzt bald, ne? Und ich will, dass sie das per Hand machen, weil... Ja. Ne? Sonst geht die Wäsche irgendwann. Ein Handjob. Ja, nee, du spielst Fußball jetzt auch noch am Wochenende, ne? Ja. Das ist cool, aber ich versuch's zumindest. Darf ich darüber auch reden? Ich werde wahrscheinlich auf den Platz gehen, einmal hin und her rennen und dann so kaputt sein, dass ich ohne Foul von auf einer Liege davongetragen werden. Ja, die alte Lunge macht auch nicht mehr viel mit, ne? Ja, also ja, naja, klar. Ich habe im Vorhinein so Vertrag gekriegt, was ich alles über was für Themen ich alles nicht reden soll. So, ich rauche. Ja, kannst du ruhig, du kannst dir das erlauben. Darüber darfst du übrigens auch nicht reden. Achso, du bist rauchen? Ich sag ja auch gar nichts. Mach ich einfach nur. Ja, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht hier mein Licht unter seinen Scheffel... Ja, geh mal... Ey, du nimmst mir die ganze Bräune, ey. Ja, genau, das kommt noch. Soll ich braun werden, wenn du die ganze Zeit kommst? Schöner Sommertag auch, deswegen. Ich schlürfe, du musst auch schlürfen, weil sonst ist ja... Es ist heiß heute, heiß. Hm. Oh, oh, oh. Nee, hast du Hobbys? Ja, ich gehe gerne reiten. Reiten, lesen, auch mit OB. Kann man ja alles machen. Sag mal doch, wenn man OB, da kann man mit reiten, lesen, schwimmen. So, ich dachte, schwimmen und reiten. Du hältst mich jetzt für eine Frau, oder? Nein. Freundblase. Es ist nicht zu unterschätzen gefährlich. Muss man aufpassen. Wenn ich ruckzuck ist der Spaß vorbei. Das blendet aber auch ein bisschen. Oh, guck mal, Fett. Das ist wirklich süß hier. Da lacht er im Hintergrund. Hast du denn was in der Kindheit zum Beispiel? Ist da irgendwas bei dir schiefgelaufen? Ja, eine ganze Menge. Echt? Ja, warst du so ein Raufbold auch schon so früh? Nee, so? Überhaupt nicht. Nein, ich habe immer angestachelt zum Raufen und dann habe ich mich oben auf beide Prügel draufgesetzt und bin auf den geritten. Und Reiten ist ja mein Hobby. Ja, genau, auch mit OB. Und da hast du dann auch mal den Ärger gekriegt oder waren es dann die anderen? Nee, ich habe lustigerweise auch nie Ärger gekriegt, weil ich war ja dann so sozial veranlagt und halt konnte mich da immer rauswinden. Wie so ein Wiesel, wie diese Tiere. Genau, ich habe mich mit allen immer gut gestellt, ja. Also mit beiden Parteien. Ja, finde ich gut. Ja. Deswegen durfte ich dann auch auf den reiten, ohne selbst von denen eine Fresse zu bekommen. Ja, das ist schön. Also für alle, die Reiten interessiert, www.reiten.de, können Sie einiges dazu erfahren. Und ja, ich finde es auch ganz gut. Er hat sich auch ganz gut gestellt hier heute, mit mir. Und ja, dann... Soll ich mal wieder abmachen, die Sonnenbrille? Nö, ach, muss man ja nicht alles so schönes Wetter. Wir genießen das und wir müssen uns leider schon verabschieden. Die Zeit ist vorbei und es war heute. Lass mich noch ein bisschen mit. Stefan Schlüft, ich schau mit. Tobias Schenke, bis denn. Hier ist die Kamera, hier vorne. Hier. War sie drin? Da. Kannst dich ins Bild reinlegen. Was macht ihr denn? Machen wir so. Das war noch nicht genug, noch ein Stück. Ja. So, da ist sie. Das ist doch schön. Ihr filmt euch selber. Nee.